Da sind wir wieder. Gib mir Deckung! Nehmt auf! Wir haben euch umzingelt! Haltet sie aus! Schaltet sie aus! Officer getroffen! Weiter schießen! Was machen wir jetzt? Bleibt hinter mir! Wir müssen zum Truck! Michelle! Jim! Hier drüben! Vince, wir brauchen dich! Oh no! Ach Gottchen, er hat scheinbar was am Knie gerade. Aber andererseits, wo ist Michelle? Jim, wo ist Michelle? Schau! Scheiße! Ah. Scheiße, Scheiße! Du kommst mit mir! Leck mich, du verdammter Scheißkerl! Ich hol dich da raus, okay? Bitte beeil dich. Verdammt. Warte. Ma, es ist aus. Wir sind erledigt. Auf drei, okay? Eins, zwei. Was machst du da? Improvisieren. Oh, Scheiße! Los, lauf, lauf! Los, weg! Geht's allen gut? Alles gut. Los, weiter. Wir sind noch nicht sicher. Gebäude steht in Flammen! Oh Gott, ich hoffe, Paul ist draußen! Wie kommen wir hier raus? Da ist ein Fenster! Komm, du Scheiß! Paul! Los, alle raus! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Wir müssen springen! Vince, warte, falls ich es nicht schaffe. Das klappt schon. Nimm meine Hand und los. Okay, spring. Ohne Rückwärtssalto bitte, auch wenn du gerne würdest. Hab ich dir je gesagt, wie sehr ich deine blöden Witze liebe? Ja, einen Witz machen wäre irgendwo ja passend, aber nichts. Das Feuer breitet sich aus. Wir müssen gehen. Los! Vorsicht! Alles okay? Kletter runter! Ich finde schon einen Weg! Die Toilette am Ende des Gangs! Wir sehen uns unten! Sollte passen.
Was für ein verdammtes Chaos. Eieiei. Da waren wir direkt wieder bei der nächsten Eskalation. Ach, Zeus. Sie ist auch noch da. Oh no. Das ist die niedrigste Stufe. Sie wollen nicht die höchste ausprobieren. Sheriff, hier ist Coburn. Bist du noch drin? Brauchst du Unterstützung? Negativ, Coburn. Ich komme schon klar. Wo ist Sharon? Wo ist das Buch? Ich weiß es nicht. Was tun Sie da? Ich habe Ihnen die Chance gegeben, das Richtige zu tun. Hab Ihnen vertraut. Und Sie helfen denen? Statt mir? Jo. So sieht's aus. Hier kommen Sie zu sagen, Sie haben mich gezwungen, das ist doch glaubhaft irgendwo. War eine schlechte Idee. Nee, ich tue nicht so, als wären das meine Idee gewesen. Ja. Halt! Sie haben mich gezwungen. Ich wollte es Ihnen wiedergeben. Ich schwöre. Die Umstände sind mir egal. Die Holz. Sie sind nichts, Vince. In dieser Stadt läuft nichts ohne mich. Selbst meine treuesten Deputies fragen nicht, wie oder warum. Dieses Buch könnte einer Menge Leute schaden. Einschließlich mir. Also muss ich Sie fragen. Haben Sie reingeschaut? Wer jetzt? Nein. Natürlich habe ich reingeschaut, aber... Also er meint mich, ne? Ob ich reingeschaut habe. Ich schwöre, ich habe nichts gesehen. Nur ich kann Ihnen nicht glauben. Ich nehme Sie zu einer Befragung mit, um sicher zu gehen. Oh, Scheiße! Was glauben Sie, wohin Sie gehen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Verdammt, was haben wir hier? Im Schrank verstecken? Im Badezimmer verstecken? Oh Gott. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen, Vince. Zum Beispiel, was genau haben Sie gesehen, wovon Sie mir nicht erzählen? Fallbericht. Versuch der Befragung des Zeugen im Motelzimmer. Der Zeuge wurde aggressiv und streitsüchtig. Ich wurde gezwungen, ihn lebendig zu grillen. Fick dich, Sheriff. Arschloch! Das war schon komisch ein bisschen. Seht mal, wer da unter dem Tor durchgekrochen kam. Lass los! Hä? Na hallo. Und wer bist du? Wo sind Mami und Daddy? Ich muss wissen, dass sie okay sind. Das ist die Kleine von Vince. Die Cops sollten auf sie aufpassen. Spritzt du gefällig, Kleine? Lasst sie gehen. Lieber nicht. Zoe,
Was machst du hier? Du solltest doch im Auto sein. Die Polizistin ließ die Tür auf und ich wollte dich finden. Sie kommt mit uns, bis wir in Sicherheit sind. Die Warnschuss nicht. Ich habe für euch gelogen. Ich habe vielleicht einen Bullen für euch getötet. Und ihr dankt mir, indem ihr meine Tochter entführt. Entspann dich, nichts Persönliches. Klar ist das persönlich. Hör zu, das ist unsere einzige Chance. Mit der kleinen Auto werden die Bullen nicht auf uns schießen. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ach ja? Waffe runter. Doch noch. Sehr gut. Jay, du musst das nicht tun. Runter damit. Bitte. Und niemand wird verletzt. Nee, ich kann ihn. Wenn ich jetzt die Waffe erhoben halte, dann mache ich ihn entweder zum Loser oder zum Mörder. Gewissermaßen. Das geht nicht. Und im Grunde haben sie ja auch recht. Was hab ich davon? Vielen Dank. Wenn Jay, schieß das Tor auf und wirf den Truck an. Sie ist erst 6. Hat sie nicht schon genug gesehen für eine Nacht? Meine Jungs auch. Und ich. Tut mir leid, Vince. Wir brauchen sie. Bitte, bitte. Ich will nicht gehen. Halt. Ihr braucht eine Geisel? Nehmt mich. Ja, klar. Nach der Nummer gerade? Ah, wir müssen los. Dir helfen, das weiß ich nicht, wird er wahrscheinlich wieder sagen, dass ich eh nur lüge und immer nur Schwierigkeiten mache. Ich flehe ihn mal an. Wartet! Fesselt mich! Verbindet mir die Augen! Werft mich in den Kofferraum! Ich bin die gefügigste Geisel! Aber bitte, bitte! Lasst mein kleines Mädchen hier! Gott verdammt! Tyler, wir nehmen ihn stattdessen. Wenn du was versuchst, irgendwas. Ich sage kein Wort. Na, geh schon. Daddy! Oh Gott, Zoe. Na los, du kommst mit uns. Ich muss los, Spatz. Bitte geh nicht. Bitte. Pass für mich auf Mami auf, okay? Okay. Und hey. Falls ich nicht zurückkomme, du sollst wissen, dass du für immer in meinem Herzen sein wirst. Okay, sag doch gehen sowas wir. Nicht. Falls ich nicht zurückkomme. Hier. Falls du im Dunkeln sehen willst. Ich liebe dich, Zoe. Bis zum Mond. Bitte sag mir, ihr seid die Verstärkung. Lawrence Bradley, FBI. Himmel, das war ein Massaker. Der Sheriff war bewusstlos. Den Rest hat die Explosion erwischt. 4 Deputies sind tot und mehrere sind schwer verwundet. Keine Spur von den Tätern. Wir brauchen einen Heli da oben.
langsam, bis wir hinter den Gleisen sind. Ich sag euch, wenn Bear uns sehen könnte. Ich sprech nicht von ihm. Das ist sowieso alles seine Schuld. Doch, du kriegst ihn nicht. Es war seine Schuld. Wir bleiben erstmal ruhig. Ich kann mich da echt nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt genau. Wessen Schuld? Er war nicht immer so, wisst ihr? Schon seltsam, was das Leben aus dir macht. Errungenschaft freigeschaltet. Nehmt stattdessen mich. Ja, ja. Ja, es tut mir leid. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Mir auch. Day, Augen auf die Straße. Ich will zum Rand der Finsternis, wo Gedanken verstummen und Erinnerungen sterben. Hörst du das? Funktioniert nicht. Tut es nie. Ich habe ein paar Sekunden Frieden. Dann übernimmt der Instinkt. Das Motel, sondern auch, was danach kam. Ich werde heute nicht viel schlafen. Das tue ich nie. Ich versuch's morgen nochmal. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Freigeschaltet, ein neuer Morgen. Und tell him the gods gonna cut him down. Tell him the gods gonna cut him down. One is durch. Stop, God Almighty, let me tell you the news. Verschlinge das mal. Now I've been down on bended knees, talking to the man. Zusammenfassung. So. Wert, Ehre, schätzt Integrität und tut das Richtige. Ja, ich tue das Richtige, natürlich. Eigenschaft, herzlich. Sucht nach echten Beziehungen zu anderen. Ja. Ich bin mit diesen Bewertungen recht zufrieden. Spielstil, Bezirke, ja, die habe ich ja immer. Ich bin einfach Flash. ja, wie gesagt, ich spiele es vereinfacht. Aber ein zweiter Durchgang, da werde ich es auf jeden Fall anders machen. Ja. Dann gucken wir mal, was hier so gelaufen ist. Die lange Nacht dauert an. Ja, ist klar. Aber warum da nur 56%?
gab es da. Ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Bei Michelle und verletzten Jim geblieben. Sharon kam am Hotel an. Ja, das passiert ja so oder so. Deshalb auch keine Zahl da. Sharon von Pager erzählt, haben 66% getan. Also bin ich auch bei der Mehrheit. Von Jay begleitet. Das ist dann auch automatisch 66%. Was haben wir hier? Mit Jay vertraut geworden. Ja, das fand ich eigentlich auch gut. War noch 93%. 97% Sharon entdeckte Buch. Ja, was das entdeckte. Also, man kann, wenn man hier unten eine, also wenn man da eine andere, wenn man nicht vom Pager erzählt, kann sie das Buch auch entdecken. Wenn, dann geht der Weg hier entlang. Es kann aber auch anders laufen. Vielleicht schon mal gut zu wissen für einen weiteren Durchgang. Geld vom Vergleich angenommen. 20% nur. Da wollten viele also das verheiratet geblieben. Oh mein Gott. 39% sind verheiratet geblieben. Heißt das... Kann man hier eine Blitzscheidung machen? Also es bedeutet, sie hat tatsächlich mit Bruce was gehabt. Und das ist irgendwie rausgekommen und dadurch sind sie ja nicht verheiratet geblieben. Michelle unsicher über die Zukunft. Oh Mann. Bus im Hotel gefeiert, das passiert alles klar. Dale getötet, 58%. Kann also auch anders ausgehen. Michelle unter Bus gefangen. Das kann auch anders sein. Das war bei 52% so. Ha, okay. Michelle mit Joyce gerettet, 33%. Vince, Michelle, Jim und Joyce oben. Also da gibt es schon noch einige Abzweigungen, was hier noch alles passieren kann. Allein aus Feuer entkommen. Okay. Dann gibt es also noch eine Möglichkeit, entweder nicht aus Feuer zu entkommen. Ja doch, ich denke doch. Aber vielleicht nicht allein. Das war auch bei 52% so okay. 67% von Dante angegriffen. Also es gibt da auch eine andere Möglichkeit. Dante abgewehrt 60%. Vincent, Waffe 34% okay. Aber da gab es, glaube ich, drei Möglichkeiten. Das heißt also, das hat sich sehr... höchstwahrscheinlich in drei Drittel aufgeteilt. Versucht Sharon zu überzeugen. 34%. Zoe von Holtz freigelassen. 30%. Also das hätte auch sein können, dass sie sie mitnehmen. Aber dann wären wir auch... Dann wäre unsere Tochter und wir mit dabei, oder? Wir wären doch nicht zurückgeblieben, oder? Geisel genommen von Holtz. Schwer zu sagen, ne? Also, aber dann wäre die Story ja danach komplett anders, wenn wir nicht zu den Geiseln gehören. Oder es geht danach sowieso ganz woanders weiter. Muss man mal sehen. Gucken wir mal unten. Nichts vom Kampf erzählt, 31%. Die meisten haben also die Wahrheit gesagt.
Wir haben ihn zufriedengestellt. Das haben auch 66% getan. So, die Uhr. Wir haben die Uhr übergeben, 38%. Und es gab noch zwei andere Möglichkeiten. Also sind wir eventuell in der Mehrheit. Oder annähernd in der Mehrheit. Sharon von Thorn erzählt, haben 61% getan. Bär in den Wald gefahren. Okay, das passiert nicht unbedingt. Was ist denn... Achso, wenn wir ihm die Uhr nicht geben. Ah. So, das Grab ausgehoben, 51%. Das haben also einige auch schon nicht gemacht. So, er ist aufgewacht, das passiert ja immer. Geweigert, Zorn zu begraben, 64%. Die anderen haben ihn tatsächlich begraben, und gut. Andererseits, näher, er ist ja auch ein übler Typ, ne? So schade wäre es um ihn auch nicht. Ja, wäre für einen zweiten Durchlauf vielleicht mal interessant, wenn man den tatsächlich begraben würde. Macht dann Jay zum Mörder. Andererseits ist es für den Vater danach. Aber wir kommen immer an der Stelle... gerettet. Ja, hier können wir ihn hängen lassen. Das ist halt... Ich glaube, das passiert immer, ne? Ja, das passiert immer. Dass er sich aufhängt. Also wir hätten ihn hängen lassen können. Das wäre noch die einzige Möglichkeit hier gewesen. Im Krankenhaus Jay gewann Zeit. Wer im Krankenhaus? Jay gewann Zeit. Okay. Und was ist das für eine lange Linie hier? Achso, das ist die... Okay. Okay, das ist mir jetzt gerade unklar, wie man dann diesen ganzen Riesenschritt macht. Okay, aber diesen Pfad hatte ich ja schon durchgeschaut. Also das kann ich sowieso gerade nicht aufklären, was da vor sich geht. Ja, wir gewannen Zeit im Krankenhaus und das war dann der Abschluss von... quasi Jays Geschichte. Okay. Ja, dann sind wir mit Kapitel 3 durch. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und die Geschichte ist auf jeden Fall sehr spannend. Gefällt mir. Auch die Entscheidungen sind... Erstens haben sie scheinbar durchaus eine Menge abzweigende Auswirkungen und zweitens sind sie echt krass schwer zu treffen. Auf jeden Fall schon ein cooles Spiel, also auch, wie gesagt, dieser Stil mit den vielen Standbildern und so, die sich ja auch immer leicht bewegen, ist ein eigener Stil und ich finde ihn gar nicht so übel. Ja, wir machen dann weiter mit dem nächsten Kapitel im nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao, ciao.